und wir verfolgen die besten 8 in diesem Nachtslalom. Den Anfang macht Patrick Thaler, danach kommt dann gleich Fritz Dopfer. Er hat mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den führenden Japaner im ersten Durchgang gehabt. Aber die muss er jetzt auf deutlich schlechterer Piste verteidigen. Gut hier im oberen Teil, aber auch er verliert 6 Zehntel. Die Ausfahrt der Vertikale ist gut gelungen, nicht gerutscht. Und jetzt ist es noch ein hauchdünnes Polster von 6 Hundertstel. Ja, mit den 2, 3 Schwüngen hat er das schon verspielt. Genauso ist es. Also da waren einige Probleme drin. Und wenn man vor dem geistigen Auge den flüssigen Lauf von Yuasa noch hat, dann wird er auch hinter den Japaner zurückfallen. Und so ist es. Und zwar deutlich. Es bleibt bei der Reihenfolge Yuasa vor Grange und dem jungen Norweger Christoffersen.